Samstag, 23. Juni 2018, 13.53 Uhr. Halmstad ist eine gemütliche Provinzstadt, es gibt eine Universität, man ist stolz auf ein Picasso-Werk, im Hafen dümpelt das Museumsschiff Najaden im Wasser. In Halmstad gönnt man sich keine großen Aufgeregtheiten, und deshalb glaubt man auch sofort, dass Schwedens Nationaltrainer von dort stammt. Janne Andersson sieht ein bisschen aus wie ein gütiger Sozialkundelehrer, das war schon bei seinem Vorgänger Lars Lagerbäck ähnlich, aber es gibt wahrscheinlich keinen größeren Fehler, als den 56-Jährigen und seine Arbeit zu unterschätzen. Vor zwei Jahren hat Andersson die Nationalmannschaft übernommen, zuvor hatte er den IFK Norrköping zum schwedischen Meister gemacht. Andersson hat das Nationalteam durch die vermutlich schwerste WM-Qualifikationsgruppe in Europa geführt, Frankreich und die Niederlande warteten als Gegner. Die Schweden haben die Franzosen, immerhin einer der Top-Favoriten auf den WM-Titel, 2:1 geschlagen, sie haben die WM-Träume von Oranje zerstört, und dann in den Playoffs auch noch die Italiener eliminiert. Wir haben uns das redlich verdient, hier zu sein, sagt der Trainer. Die Defensive, das ist ihr Ding, die beiden Spiele gegen die Azzurri sind dabei ein guter Anschauungsunterricht dafür, was diese Mannschaft unter Andersson kann und was sie nicht kann. Das Hinspiel in Stockholm hatte die Elf 1:0 gewonnen, im Rückspiel stellte sie einen Abwehrriegel auf, der die Italiener, die Lehrmeister der Defensivkunst, schier verzweifeln ließ. Schweden verteidigt super, da fühlen sie sich einfach wohl, sagt Joachim Löw. Wir werden fast keine Räume haben. Das klingt nach einem zähen Spiel, das die Zuschauer am Abend, 20 Uhr, Live-Ticker Spiegel Online, TV, ARD und Sky, in Sochi erwartet, aber das ist Andersson egal. Die Deutschen werden sicherlich mehr Ballbesitz haben als wir, aber wir wollen unser Spiel abliefern. Schon ein Unentschieden, ermauert oder nicht, das wäre für die Schweden ein Ergebnis, mit dem sie leben und arbeiten könnten. Die statistische Gegentrefferquote der Mannschaft liegt bei 0,5 pro Spiel. Wer über schwedischen Fußball spricht, redet über Zlatan Ibrahimovic, nur die Schweden tun das nicht mehr. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel wurde der in die Jahre gekommene Superstar, der bei der WM nur Zuschauer ist, gar nicht mehr erwähnt. Das Thema ist weit vor dem Turnier abgehakt worden. Stattdessen beschwören sie alle ihren Teamgeist, es ist schließlich der Nukleus so vieler skandinavischer Teams. Ein Konter kann schon reichen, wir sind zusammengewachsen, wir können jedem Druck standhalten, sagt Kapitän Andreas Granqvist. Joachim Löw spricht von der verschworenen Gemeinschaft Schweden, da arbeitet jeder für den anderen, und der Eindruck, den dieses Team macht, seit Andersson es übernommen hat, ist, das ist kein Klischee. Bei aller Geschlossenheit, es gibt auch die Spieler mit ihren individuellen Fähigkeiten. Emil Forsberg hat sie bei RB Leipzig oft genug bewiesen, Stürmerkollege Ola Toivonen beim FC Toulouse. Defensivspieler Victor Lindelöf hält bei Manchester United die Knochen hin. An Angreifer Markus Berg erinnern sich die HSV-Fans eher mit Grausen, anderswo hat der mittlerweile 31-Jährige allerdings Treffsicherheit bewiesen. Inzwischen verdient Berg sein Geld in den Vereinigten Arabischen Emiraten. DPA-Schweden-Coach Janne Andersson: Die Spieler der Tre Kroner sind durchweg erfahren, mit den Vor- und Nachteilen, die das mit sich bringt. Jetzt haben sie die Chance, den Weltmeister aus dem Turnier zu befördern. Für solche Abende bereitest du dich dein ganzes Leben vor, sagt Andersson. Granqvist sagt,
Wir werden alles in die Waagschale werfen. Ein zu Ende gespielter Konter kann schon reichen. Als Janne Andersson noch ein Schulkind in Halmstad war, war sein Sportlehrer Bengt Johansson. Später wurde Johansson Handballnationaltrainer und führte die Schweden nach ganz oben. Andersson sagt, er ist sein Vorbild. Johansson macht der Schweden zum Weltmeister. Andersson kann zumindest den Weltmeister rauswerfen.